Halli, hallo, Hallöchen. Wir sind da auf der LPG Schwarzen Pumpe um 20:29 Uhr immer noch. Mit dabei ist Bauer Tobi Halli, hallo. und der Sachsenbauer. Hallo zusammen, Glück auf. Ja, wir haben Glück gehabt. Der Chef hat uns verdonnert zu Überstunden. Und wir haben noch Roggen runtergeholt von den Feldern, müssen jetzt noch den Ernteertrag ins Büro legen. Haben wir gesagt, wir sollen es ihm auf den Zettel schreiben und ihm auf den Schreibtisch knallen, was wir runtergeholt haben. Und dann, ja, würde ich sagen, holen wir uns ein Bier. Juhu. Ja, wie der Chef halt so ist, der hat da nix anbrennen lassen. Wir konnten natürlich Überstunden machen. Das Wetter ist natürlich perfekt. Trockenes, heißes Sommerwetter. Wir haben immer noch 25 Grad. Und es wird nicht kälter. Nee, eigentlich haben wir mehr. So. 93 Tonnen haben wir runtergefahren. Oder ich habe runtergefahren, ihr habt es gedroschen. Nur damit ihr es mal wisst. 93 Tonnen. Der Genau. Wahnsinn. Nicht schlecht. Naja, dann schreibst du das halt noch in die Karteikarte rein, dann hat der Alte seinen Frieden. So. Hätte jetzt gerade Lust, dem mal die Luft aus seinem Mossi rauszulassen, aus dem Reifen. Oh. Och, jo. So, das sind die Bilder nach dem Kneipenbesuch, wenn ich schlafe, habe ich das im Kopf. So, morgen Kollegen, ne? Seid ihr Mahlzeit. wieder fit? Meine Güte, hab ich einen Schädel. Boah, hör auf, was Oh. denkst du, du? Ich habe mir gleich die Sonnenbrille aufgesetzt, deswegen, weil die Augen noch so zugequollen sind. Oh, ich muss jetzt erstmal gucken, ob in der Werkstatt noch irgendwo ein Bier rumliegt. Ich muss mir erstmal früh shoppen. Frühstück. Oh, das ist doch. Warte mal, hier hat er doch immer was versteckt gehabt. Der Freddy hat doch da unten seine Reserven. Warte mal, wo hat er das denn? Hier hinten in der Ecke, genau. Hab ich's doch. Oh, hier eins. Dankeschön. Jetzt auch gerade eins, Tobi. Jo, ist ja hoch eins. Hier kippen wir uns das hinter und dann geht's schon wieder besser. So, So. dann Dann Prost! 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 Boah, da brauche ich noch den Knicker. Die Katze nervt mich jetzt wirklich mal. Ich hab's aber immer noch nicht Irgendwo wieder gefunden. eingesperrt hier im Schrank, oder Ich was? weiß da, oder ich weiß nicht. Der Grube? Nee, nee. Nee. Nee, nee, Gruben sind leer. Da stehen nur Eimer drinne. Ja, und Ölpfützen. Na, oh, gut. Da Anderes wissen wir, wo Thema. das ganze Öl ist. Ja. Ja, der Chef war positiv zufrieden. Also er hat uns nicht voll, also er hat mich nicht angeschnauzt, sage ich mal. Hat aber auch nicht groß was gesagt. Ernteertrag wird wahrscheinlich so zufriedenstellend gewesen sein. Stroh runterfahren, hat er gesagt. Stroh runter. Und ja. Jo, wenn es denn sein muss, ne, machen wir das halt. Gibt Jo. Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Wir sollen es lose runternehmen und ins Lager hauen. Na dann. Hier nochmal irgendeinen Traktor finden hier. Da steht Bisschen was rum. grün. Oh ja. Die stehen hier. Der steht so herrenlos da rum. Wo ist denn der? Ach, der hängt da drüben noch dran. So. Haben wir denn die Ladewagen zu stehen? Was ist denn hier mit der Zapfwelle? Geht das nicht, oder was? Doch, also bei mir geht's dran. Ja, du hast doch einen anderen.
Ach so, der hat kein, ach so, der 303, der hat keinen Anschluss. Super. Irgendwie bin ich hier falsch. Ladewagen, ich fahre hier über den Hof. Verdammt, wo haben wir denn die Sitzen eingestellt? Ja, die stehen hier gegenüber vermisst. Boah, ich eier hier unten rum. Mann, jetzt geht mir der Trecker langsam auf die Nerven hier. Sag mal, hier wieder muss ich doch den anderen noch abkoppeln. Ja, die haben irgendwie bei den 303 haben sie das irgendwie verpasst dran zu bauen. Ich will dich nicht umfahren. Doch, das ist dran. Doch, jetzt. So. So. Na denn. Was man denn hier durch? Fahr ich da hinten rum. So. Der Chef ist auch schon da. Oder immer noch. Oder wie auch immer. Nee, Büro war er nicht heute früh, oder? Meistens ist er aber erst um gegen 10 rum da. Doch, der war heute Morgen da. Was ist mit denen los? Da war nicht so lange in der Kneipe gewesen. Geht schon weiter. Sorry. Hab nur noch was geholt. Was zu trinken? Darüber möchte ich nicht sprechen mit euch. Oha. Meine Güte, die Schwaden sind höher wie mein Trecker. Ja, ne, die war doch nicht dran. Ich glaube, deine ist auch noch nicht dran. Ja, geht doch was nicht. Meine Güte, die haben definitiv zu viel. Zum Glück habe ich mir noch was geholt zum Trinken. Die haben da gestern ordentlich reingehauen. Jetzt geht's. Blöde Welle, aber die klemmt manchmal auch ganz schön. Oh Mann, die haben bestimmt wieder Probleme mit der Welle und ich bin schon das erste Mal, muss ich schon wieder los. Bin noch nicht mal angefangen. Wie viel Stroh ist denn das hier? Meine Herren. Da kommt aber ordentlich Stroh runter hier. Kannst du wissen, Tobi, es sieht aus, als würden wir ein Wettrennen fahren hier. Ja, so ungefähr. Ja, am Ende knallt ihr wieder zusammen, das kenne ich schon. Na. Bisschen Restalkohol früh fahre ich immer am besten. Schon, Tobi fährt nicht mal nüchtern gut. Nee. Na Tobi, schaffst es? Ah. Warte, ich fahre an dir vorbei. Gib Gummi. Schon voll, ja? Ja, also der Anhänger. Der Anhänger ist voll, 40 Kubikmeter Strom.
So, was haben denn eure Mädels so gesagt? Habt ihr noch was mitgekriegt? Die Iris hat noch irgendwas zu mir gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er von mir wollte. Meine hat gar nichts mehr gesagt. Wo sie nach Hause kam, hat sie schon gerade geschlafen und die Kleine ist gerade wach. Meiner hat bloß gesagt, wenn das weiter so geht, dann wird sie mal ein ernstes Wort mit unserem Chef reden. Gesagt, ja, das ist eine sehr gute Idee, da werde ich dich unterstützen. Also ich werde sie hinfahren. Draußen warten. Ja, das wollte ich gerade sagen, draußen warten. Oder laufen lassen, Fluchtrichtung, das Auto in Fluchtrichtung hinstellen. Und ich, also wie gesagt, ich hatte ja schon mal euch erzählt, dass wir einen Krippenplatz haben und sie will gerne wieder arbeiten gehen. Und ich sag, ich finde es auch ganz gut, weil das Geld können wir brauchen und Konsum hat sie ja dann doch immer mal die Möglichkeit gehabt, uns mal was beiseite zu tun, was es sonst nicht immer gibt. Aha. Ja, und außerdem ist dann vielleicht noch besser, wenn sie wieder arbeiten geht. In letzter Zeit war sie ja doch hin und wieder ein bisschen unausgeglichen. Meine ist immer noch unausgeglichen, aber das ist auch ein bisschen viel mit zwei. Und sie will noch nicht gleich wieder arbeiten, hat sie gemeint. Reicht ja, wenn sie erstmal mit dem Chef redet. Ja. Da wirst du dann dafür viel arbeiten vielleicht. Nach dem Gespräch. Noch mehr. Ja. Geht denn das noch? Oh, ja. Bei ihm hat der Tag 26 Stunden. Ja, der Chef hat letztens zu mir gemeint, ich arbeite eh bloß halbtags. Der Tag hat 24 Stunden und nicht 12. Boah. So eine freche Sau. Ja. Echt jetzt mal. Ja, weil ich da... Ja, mich ein bisschen aufgeregt habe, damit ich da so wenig Zeit für die Familie habe. Wie gesagt, er hat uns ja schon seit Jahren, verspricht er uns, dass da vielleicht mal noch ein Kollege eingestellt wird hier. Nix. Gar nichts bis jetzt. Ja, ich glaube, das liegt aber an ihm. Aber die Leute kennen ihn ja auch, da will doch niemand arbeiten. Ja, da könntest du durchaus recht haben. Noch mit, nicht dass da wieder übers Feld geht, ab da wieder das halbe Stroh liegen lassen. Kenn ihn doch. Man weiß ja, wie er ist. Genau. Deswegen will auch keiner bei uns anfangen. Ich fürchte, du hast recht. Denn dann schon was erzählt, was er als nächstes für Aufgaben für uns hat? Was will er denn auf die Felder hier überhaupt wieder drauf haben? Hat er nicht groß
was gesagt gehabt. Erstmal Gülle oder Mist drauffahren, hat er irgendwas gemeint. Stinkender Job. Damit sie wieder gedüngt sind. Also die Nasenklammer wieder mitnehmen. Ja, das muss ja nicht gleich sein, aber... Aber er fände es dann schon gut, wenn es zeitnah passieren würde, oder? Ja, würde den Kuhstall sauber haben, ja. Feld, wie viel Anhänger Stroh haben wir da runter gefahren? Das ist doch... Also ich bin jetzt beim zweiten gewesen. Ich auch. Ich nehme mal gerade den dritten voll. Also der Roggen hat einen guten Strohertrag gehabt. Ja, so hoch wie der gestanden ist. Definitiv. Ich werde jetzt da hinten beim Sägewerk runterfahren. Ja, kann sein, damit dir jemand entgegenkommt. Oha. Solange wie es kein Mosquitsch ist, ist mir das ja eigentlich egal. Nö, der steht vor dem Büro. Oh, heute wird hier gearbeitet, da fährt ein Gabelstaplerfahrer. Ich hab noch nie einen arbeiten sehen hier. Oh, da unten steht ja der Mike. Was ist der denn hier? Oh. Habt ihr schon mal bei der Brauerei vorbeigeschaut? Nee. Die haben Überschuss an Bier. Aber nicht mehr lange, wenn wir da waren. Ist das Feld jetzt fertig? Ja. Servus. Servus. Na eben hier, der rammelt mit dem Gabelstapler über den Hof wie ein Verrückter. Boah, die Antonov ist auch schon wieder in der Luft. Schon wieder. Und die Bullen sind unterwegs. Deswegen habe ich den noch vorbeigelassen. Ja, ja, nee, dass die hier noch eine Alkoholkontrolle machen wollen. Oh ja, bist du Rest? Ja, da gewinnst du sicher. Definitiv, da ist bestimmt auch noch ein bisschen Rest da bei mir. Nach dem schönen Abend. Ja. Also bis da dahin, ist später schön geworden. Bis dahin, wo ich es mitgekriegt habe, sagen wir es mal so. Wer hat denn da eine Kneipe und die ganzen die zwei Runden ausgegeben? Ich habe da keine Erinnerung mehr, wer das war. Ja, egal, solange wie wir es nicht ausgeben mussten. Richtig. Der Chef war es definitiv nicht. Ey, der gibt Geld aus. Nee. Welche Bahn hast du die? Ja, ich war rechts neben dir. Nicht, dass ich mir deine Bahn wegklauen will. Nix da. Boah, ist das dick hier oben. Ich hab so. Doch noch eine angefangene hinterlassen, wenn du noch was reinkriegst. Ja, vieles nicht mehr. Ist fast voll die Kiste.
war's schon. Ich sagte ja, unten ist der Schlamm wieder. Mike überhaupt? Auf dem Feld? Man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht. Man riecht ihn? Nee. Vorhin war er noch in der Kneipe, hat nicht verraten, warum. Also, uns da Sorgen machen? Vielleicht. Sollten wir heute auch mal noch die dreckige Technik waschen, ne? Das Schneidwerk von dem blauen Drescher, bevor es der Alte mitkriegt. Tja, das sieht halt nach Arbeit aus. Ist ja nicht damit den ganzen Tag rumsitzen. Ja, du weißt doch, der legt es ja doch mal anders aus am Ende. Merkst aber gleich, schönes Wetter und schon sind sie wieder nur in der Luft mit ihren Flugzeugen da unterwegs. Ja, die kann von oben zuschauen, wie wir hier unten ackern. Oder haben wir gute Luft da oben? Das weißt du nicht. Okay, gut. Ich war noch nicht so weit oben. Ja, da gab es ja schon Russen, die waren schon viel weiter oben. Ja. Na, und auch einen aus der DDR. Unser Sigmund. Das muss auch schon komisch sein. Oh! Der mit seinem Gabelstapler, der geht das nächste. Der macht aber nicht, der kommt nicht bis zur Rente. Wieso? Hast du ihn mitgenommen oder wie? Na, wenn er weiter so fährt, das nächste Mal sicher. So, wartest du aufs noch besseres Wetter oder was ist denn hier los? Hast du nie die Bullen gesehen? Meine Güte nochmal. Bullen? Ja, die sind gerade die Straße runtergekommen. Ja, so im All, das ist doch bestimmt so schwebelos. Ach, das kann doch. Ne, da bleibe ich lieber auf dem Boden. Und trinkst ein Bier. Tja, Bier ist ja da oben auch nicht und nur aus so einer Plastetüte oder wie die das da machen. Stellst dort einen Kasten in so ein Raumschiff rein und die Flaschen fangen an, dir aus dem Kasten zu fliegen. So, na Mike. Ach da, auf dem anderen Feld da drüben. Ah, auf dem anderen Acker.
dann noch was bei dir da drüben, Tobi, oder ist das die letzte, die ich hier mache? Ich habe hier noch einen größeren Haufen, aber das war's eigentlich schon. Eine richtige Bahn ist hier nicht mehr. Weil dann gehe ich auch rüber aufs andere Feld. Oder soll ich dir noch helfen? Nö, hier ist nichts mehr. Achso. Warte mal, ich nehme mal das hier noch mit. Wobei, das liegt ja so im Schlamm. Ich lass mal offen. Ich dränge mich jetzt nicht vorbei. Wieso nicht? Das kommt immer hier so Gemecker rum. Meckere? Hier meckert doch niemand, außer der Chef. Jo. So. Nehme ich jetzt mal hier noch das bisschen mit. Schön aufräumen, so. Und dann kann er seinen Rundgang machen, wenn er will. Ordentlich aus. Früher war das noch besser hier über das Sägewerk, wo sie nicht gearbeitet haben. Jetzt fährt er da pausenlos mit seinem Gabelstapler Material hin und her. Muss man halt anhalten, was für Material da rumfährt. Ja, stimmt schon. Du musst aufpassen jetzt. Ach, da hinten ist er gerade. Kommt doch schon wieder. Fährt recht langsam. Bestimmt haben sie einen hinten drin liegen. Ich schon mal nicht. Vielleicht einen von den Fallschirmspringern. Das wäre auch nichts. Da hätte ich keinen Mut dazu, aus dem Flugzeug da oben rauszuspringen. Nee. So viel Alkohol gibt's gar nicht, damit sie mich da rauskriegen. Eier ohne Hände. Entschuldigung, wo hast du deinen Führerschein gemacht? Was ist denn hier? Wieso fahren wir denn auf der anderen Seite vorbei? Ich bin jetzt rutschen gekommen. Ja, ich auch, wo ich Vollbremsung gemacht habe. Ei. Oh, das klingt nicht gut hier. Denn die? Mein Führerschein, den brauchst du hier? Ah, du fährst auf der richtigen Seite vorbei. Das ist... Da kann man sich noch drauf einstellen, aber andersrum... Ich meine, in England hätte ich es jetzt verstanden. Australien sollen sie auch verkehrt rumfahren. Naja, da gibt es viele Länder. Das wäre ja mal gar nichts für mich. Nee, das wäre nichts für dich, ne? Schalthebel noch auf der falschen Seite. Nee. Nix da. Da haben wir ordentlich Stroh im Lager zu liegen. Ja, ist doch gut. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Ja, ist ein ganzen Winter Arbeit, wenn du das Stroh zu den Kühen fährst. Oder zum Schweinehof. Bin da
der Meinung, auch wenn wir kein Stroh hätten, hätten wir auch einen ganzen Winter Arbeit. Dafür sorgt unser Chef. Das liegt nicht am Stroh. Aber wenn du da hinten rausfährst, hier an der Schranke beim Kuhstall, da ist auch ein schönes Schlammloch, gerade in der Kurve, ne? Dort, wo du ein bisschen aufs Gas gehen willst, wieder um rauszuziehen. Ja, genau, da bist. Ich dachte, du fährst ein bisschen langsam, aber wenn du langsam da lang fährst, dann kommst du. Dann fährt er geradeaus weiter. Ach, und das war wohl die Stelle, wo ihr euch vorhin. Nee, das war direkt drin am Hof. Ich würde, ich möchte nicht mehr drüber sprechen. Rechts kommt der große Kipper. Mit dem will ich mich lieber nie anlegen. Der ist harmlos. Tö. Der will noch spielen. Eine Riesenfuhre Kies hinten drauf, da willst du dich nicht anlegen. Das könnte schlecht rauseitern. Aber ganz schlecht. Ja, so langsam aber sicher ein Ende in Sicht hier mit dem Stroh. Gott sei Dank. Fast erledigt. Ich weiß nicht, ob Gott damit was zu tun hat. Der Chef hat uns das aufgebrummt. Ja, hast ja auch wieder recht. So, dann muss ich wohl nicht mehr nach hinten kommen. Ah, doch, doch. Jetzt hast du doch gesagt, ist fast fertig. Gott sei Dank. Fast. Fast heißt nicht fertig. Fahr doch mal rüber mit deinem Gabelstapler hier. Sag ja, das nervt, hä? Bei mir war gerade in der Ecke hinten gewesen. Gut, denkst du, der interessiert das und der guckt mal in den Spiegel oder was? Wobei, Spiegel sehe ich gar keinen. Ach, vorne rein. Was ist denn jetzt los? Ich nehme die andere Schranke. Du darfst doch nichts sagen, der ist so sensibel, der Junge. Er wusste jetzt wahrscheinlich auch nicht, auf welche Seite er langfahren muss. Bei uns klappt's immer. Ja, beschreib's nicht. Kann ja immer was schief gehen. Wird jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Oh, bloß gut, dass wir uns weiter oben begegnet sind. Jetzt ging's nämlich hier gerade geradeaus beim Einlenken. Könnt ihr dann mal Bescheid geben über Funk, ob ich noch mal rüberkommen muss? Bring Bier mit. Ja, dann würde ich aber einen Anhänger da lassen. Was?
Du kriegst so viel mehr weg mit den Anhänger. Ja, ehrlich. Alter, eine Brauerei. Die verstehe ich nun wieder nicht. Alter, eine Brauerei, die haben hauptweise Kästen, die passt alle da rein. Tja, wir könnten uns ja nachher mit dem Trecker mal in der Brauerei treffen. Die freuen sich auch, wenn wir mal auf dem Plausch vorbeikommen. Ja. Dann komm doch einfach nochmal her mit deinem Anhänger. Ich glaube, da ist genug für alle da. Okay. Rückweg machen wir einen Zwischenstopp in der Brauerei. Das klingt nach einem guten Plan. Das ist die beste Idee, die du heute hattest. Tja, war auch meine einzige bis jetzt. Ja, deswegen sage ich ja. Dafür war es nicht schlecht. Wo sind denn die wieder? Schlafen die oder was? Oh. Da kommt der schnelle Tobi. So schnell auch wieder nicht. Ich bin am Sägewerk jetzt. Der mit dem Stapler macht anscheinend auch gerade Pause. Frühstück. Der war gerade auf der verkehrten Seite bei mir gewesen. Ja, das bist du ja gewohnt, dann hat es ja geklappt diesmal, hä? Genau, wenn du auch auf der verkehrten warst, dann ist ja gut. Dann war da beide auf der richtigen. So. Strohhaufen hier. Das ist alles aus unserem kleinen Drescher hinten rausgekommen. Der Wahnsinn. Nicht schlecht. Fast, hier muss noch einer noch mal herkommen. Ich kann gar nicht mal die Schrift lesen auf dem Ladewagen. Ja, was uns heute noch blüht. Kannst du denn lesen? Ja. Ah, dann liegt's nicht daran. Okay. Danke. Ja, hätte jetzt das bitte kommen können, ja? René, du kannst alles reinmachen. Kann sich einer von euch schon mal Gedanken machen, wer nochmal hier rüberfahren will? Weiß ich nicht, ob da fahren kann. Wie viel kriegst du da noch rein? Ich bin bei 17.000. Gleich vorbei. Da fahr ich eins, jetzt machen wir erstmal eine Pause. Ich hab Durst. Boah, jetzt gehen wir doch zur Brauerei. Ach so, nee. Soll ich gleich durchfahren? Ich hab grad so einen Schwung. Ja, okay. Ja, nimm den Schwung mit. Dann bleibst du wenigstens mal nicht im Schlamm stecken. Wie jetzt? Wann hab ich's letzte Mal im Schlamm gesteckt? Gestern Abend nach dem Kneipenbesuch. Davon
weiß ich nichts. Oh, jetzt hält er auch noch an hier. Eben, deswegen sage ich es ja. Ja, vielleicht erzählen wir dir nicht alles. Ja, ist vielleicht auch besser so, oder? Ja. Wollen wir hoffen, deine Frau kriegt's nicht mit. Die wird jetzt ganz schön daneben benommen. Sie muss ja nicht alles mitkriegen. Oh, ich glaube, ich bin im Paradies hier. Ja, da warst du gestern Abend auch. Definitiv. Ui, macht mir Angst. Oh, hier ist ja. Oh, ist das herrlich. So. Krieg mich gar nicht wieder ein hier. Oh, schaut euch das an. Die haben ein paar ordentlich produziert. Ein Paradies hier. So. Macht das Ding aus. Warum denn? Güte, der lernt es nie. Fährt auf der falschen Seite, kriegt ihn. Hätte mich ja fast noch aufgeregt, aber jetzt habe ich Bier. Oh. Fangen wir denn an? Wo hören wir auf? Wir fangen hier vorne an und arbeiten uns nach hinten durch. Also ich würde es riskieren. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht gehen wir auch einfach drauf. Tja, aber könnte ich einen schöneren Tod eingehen. Also ich würde sagen, wir machen uns jetzt eins auf und dann ist gut. Genau. Also, Prost! Prost! Super. Wollen wir die anderen auch noch probieren? Ach, wir probieren uns jetzt hier durch. Land 4 hell. Warte mal. Kannst du schweben oder sehe ich das jetzt bloß? Oh, oh. Schau mir mal in die Augen. Mir wird Angst, Wirkt es immer noch von gestern? Also so ganz klar bist du, glaube ich, heute noch nicht. Hä? Ja, okay. René braucht mal Gas wieder angucken. Deswegen habe ich die Sonnenbrille aufgesetzt. Boah. Da bleibt lieber beim Pilz noch. So, na denn, bedanken wir uns fürs Zuschauen, hoffen, es hat gefallen. Der Bauer Tobi und der Sachsenbauer, der Link von den beiden ist in der Videobeschreibung. Schaut da auch vorbei, gibt eine andere Perspektive, vielleicht eine bessere. Je nachdem, wie viel ihr getrunken habt. Und ja, morgen 13 Uhr, nächste Folge. Macht's gut. Ciao. Jo, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Genau. Ciao, ciao.